Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine Wissenschaftlerin spricht eine Einladung aus und so viele kommen. Das ist total überraschend, wie viele tatsächlich ihre Einladung, und zwar ganz Corona-gerecht, angenommen haben, denn sie haben ihr Buch gekauft. Mittlerweile weiß sie, wie viele Leute diese Einladung annehmen wollen. Ein absoluter Bestseller, Professor Maya Göpel, 44 Jahre alt, geboren in Bielefeld, Mutter von zwei Töchtern, promovierte Ökonomin, Professorin an der Uni Lüneburg, arbeitete für den World Future Council, für das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, war die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen und ist jetzt eine Direktorin am New Institute in Hamburg. Dieses New Institute, muss man sagen, kümmert sich logischerweise auch um Klimafragen, Umweltfragen, Zukunftsfragen der Welt. Wir reden heute, das darf ich nicht vergessen, Frau Professor Göpel, wir reden heute zusammen, weil natürlich auch die ARD-Themenwoche, wie wollen wir leben, Zukunftsfragen und so weiter, natürlich die ganze Zeit uns schon beschäftigen. Jetzt habe ich in Ihrem Buch gelesen, dass Ihre Kindheit und Jugend bei Bielefeld so wahnsinnig malerisch war. Nehmen wir an, ich würde jetzt zu Weihnachten, weil wir sollen ja nicht so viel einkaufen gehen, wir sollen uns ja selber Sachen machen, ich würde zu Weihnachten ein Bild malen wollen, was diese malerische Jugend so wunderbar einfängt. Was müsste da drauf sein, damit Sie zufrieden sind? Vielleicht ein Tier? Hatten Sie eine Katze oder einen Hund? In der Vorhalle? Nein. Wir hatten, ich glaube, was bei uns eine Mischung war, auf jeden Fall, ist das natürliche Wachsende und das ein bisschen Einpflegen und Einhegen. Also sowohl mit der Anzahl Kinder, wo wir eben 6 waren von 3 Familien und einem Garten, in dem wir, ich mag die Bilder von früher, mit riesigen Zucchinis aus der Eigenernte völlig begeistert sind, was da so alles wächst und gedeiht. Und wir hatten Tiere, die sind uns aber eher so zugelaufen. Und die Katzen wurden dann auch regelmäßig leider überfahren auf der Straße. Und dann war es traurig und es kamen neue und ein paar Hasen. Aber es war alles sehr lebendig und sehr in einer Gemengelage, würde ich sagen, die ziemlich viel Fröhlichkeit hatte. Ja, weil Sie haben dann geschrieben, hin und wieder ist uns die Privilegiertheit dieses ökosozialen Bauernhauses aufgefallen. Und privilegiert bedeutet ja, dass man herausgehoben ist. Aber Vorrechte hat. Was waren da Ihre Vorrechte, als Sie da Kind waren in diesem Bauernhaus? Also was hatten Sie besser als die anderen? Ja, mir ist das in der Schule aufgefallen und ich glaube, vielleicht Privilegien, wir haben da ja ganz schnell ganz viel Status und ganz viel Geld im Kopf. Das war es ja gar nicht unbedingt. Also wir hatten sicherlich keinen Geldmangel bei uns. Aber was ich fand im Vergleich zu meinen Mitschülerinnen dann vor allem, war, dass wir diese Unterstützung im Elternhaus hatten und diese Varianz auch an Erwachsenen, mit denen wir in Resonanz gehen konnten, aber auch eben mit Kindern. Also wir hatten einfach eine Vielfalt an Unterstützung und eine Vielfalt an Eindrücken, an Einflüssen, aber auch an Ermunterung, die Dinge auch auszubrühren. Und das meine ich mit privilegiert. Ich hatte sehr viel Halt im Grunde genommen. Aber war das so hippie-mäßig, wie ich mir das vorstelle? Weil Sie beschreiben ja auch Ihre Eltern zum Beispiel, ein total bürgerlicher Beruf. Da hat ja keiner davon gelebt, dass er ein bisschen Gitarre gespielt hat in Bielefeld am Hauptbahnhof, sondern das waren ja alles Leute, Akademiker, gebildete Menschen. War das trotzdem hippie-mäßig, dass alle Leute... Ich will jetzt nicht meine merkwürdigen Klischees über Hippies auspacken, aber dass sich ganz viele Leute immer untereinander geküsst haben und komische Lieder gesungen haben. Jetzt werden Sie aber neugierig. Das würde ich hier nicht ausbreiten. Jetzt werden Sie aber neugierig. Ja, richtig, aber wir reden ja heute nicht über meine Eltern und ihre Jugend und ihre Art und Wir können das hier ganz unterschiedlich handhaben. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Die Grenze erreicht. Wir können hier einen Personality-Talk draus machen zur Frau Professor Göpel. Aber ich mache Ihnen Vorwürfe für das Buch. It's your choice. Naja, ich finde ja sowieso, dass wir Inhalte diskutieren sollten und die Menschen dürfen dann auch ein bisschen Privatsphäre haben. Ja, der Irrtum. Es geht nie um Inhalt, es geht immer um Personen. Sind wir da schon im Dissens? Sind wir da schon im Streit, wenn Sie nicht das sagen? Ich glaube, Personen ist schon wichtig, aber wie viel die Personen preisgeben möchten und vor allem über dritte Personen preisgeben möchten, das glaube ich. Das heißt, Sie darf ich alles fragen persönlich? Ja, und da werde ich Ihnen auch sagen, wenn ich keinen Bock mehr habe, zu antworten. Ich wollte Sie da um Gottes Willen jetzt auch nicht ärgern. Wobei, gleich werde ich Sie noch was Persönliches fragen, Frau Göpel, wenn ich das Buch hochgehalten habe. Das ist die größte Tugend eines Talkshow-Moderators,
das Buch des Gastes hochzuhalten. In diesem Fall, Frau Göppler, hat das überhaupt nicht nötig, dass ich das hochhalte. Das sind schon mehr als 100.000 Exemplare. Sie sehen den Aufkleber, Spiegel-Bestseller. Thomas, lieber Regisseur, Lieblingsregisseur Thomas, kannst du mir das Bild noch mal ganz kurz zeigen? Guck mal da. Weil ich wollte nämlich was fragen, Frau Göppel. Ich habe Fotos von Ihnen gesehen, zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich erlebe Sie heute hier und ich habe mir das schon gedacht, Sie sind eine fröhliche Frau, Sie sind eine freundliche Frau. Das heißt, Sie werden auch lächelnde Bilder gemacht haben. Und warum gucken Sie auf diesem Bild hier auf dem Cover des Buches so ernst? Erstens kann ich Fotos machen nicht. Also ich kriege jedes Mal von den Fotografen so, jetzt lächeln Sie doch auch mal. Aber ich habe dann den Eindruck, es wird so ein Betongrinsen. Mhm. Also es ist nicht so meins, vor so einer Kamera rumzustehen und es zu inszenieren. Und im Prinzip war das einfach eine Auswahl von mehreren Bildern. Ja, da wären aber doch Lächelbilder dabei gewesen. Und ich habe mich jetzt gefragt, gehört das dazu, wenn man hier sagt, es geht um die Zukunft des Planeten, es ist sehr dramatisch, da kann ich ja nicht lächeln. Auf der anderen Seite hätte eine amerikanische Wissenschaftlerin, hätte das Buch geschrieben, hätte die natürlich gelächelt, ist ja klar. Ja, und also, Wissenschaftler wahrscheinlich nicht, ne? Wissenschaftler auch, die amerikanischen. Die lächeln. Lächeln wie wild, haben tolle Zähne, lächeln. Ja. Und Sie wollten, also, warum haben Sie die Lächelbilder nicht ausgewählt? Nein, ich finde schon, dass das tatsächlich eine Genderfrage ist. Und eine gewisse, Genderfrage? Ja, also wenn du als Frau lächelst, dann wirst du, kann ich bestätigen, nicht so schnell ernst genommen in deinen Inhalten. Gerade wenn du mit Ökonomen diskutierst, Ökonomen ganz bewusst männlich ausgesprochen hier, als wenn du dann mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auftrittst. Und gleichzeitig ist es ja nicht unfreundlich, hoffe ich. Und es soll ja diese Mischung von, ich meine das schon, was ich sage und ich zeige auch Gesicht. Also, könnte man den leisesten Zweifel daran haben, dass Sie das nicht meinen, nur wenn Sie lächeln? Weil ich frage Sie, ich habe mir nie wirklich so psychogrammartig da irgendwie Gedanken über das Buchcover-Foto gemacht. Ich musste wahnsinnig dahin geschubst werden, eins zu akzeptieren, dass das aufs Cover, das wollte ich erst überhaupt nicht. Aber wollten Sie erst so einen brennenden Planeten? Oder so? Nee, auch nicht. Jetzt geht im ganzen Buch ja darum, das Leben zu feiern und sich mal zu fragen, was wir eigentlich machen und warum wir die Dinge machen und worum es eigentlich geht. Ja, das in der Tat, das wollte ich auch gleich mit Ihnen besprechen, weil ich frage Sie deswegen so nach dem Bild oder peinige Sie mit dieser Frage nach dem Bild, weil ich eben finde, das ist ja eine Einladung und der Ton gerade in der Einleitung, da kriege ich Schwierigkeiten, weil ich fühle mich da nicht geworben von Ihnen, weil Sie dann sagen, ja hier, das ist, wie gesagt, ich fasse das jetzt auf eine Art und Weise zusammen, dass es holzschnittartig ist, dann hätten Sie nicht so ausführlich formulieren müssen, wenn man das einfach mal eben hups, aber trotzdem ist die Botschaft, es ist sehr, sehr spät, es ist Alarm, wir müssen dringend was machen, es ist wahnsinnig viel schiefgelaufen. Das ist das, was Sie ja am Anfang sagen. Und da denke ich mir, wird das der Lage gerecht? Also dass man sagt, es ist vor allen Dingen vieles schiefgelaufen und der Fortschritt, an einer Stelle schreiben Sie über den Fortschritt, dass das letztendlich nur das, was wir modernen Fortschritt nennen, ist im Prinzip nichts anderes als Ausbreiten und Ausbeuten. Da habe ich gesagt, echt? Wirklich? Ist das nur Ausbreiten und Ausbeuten? Der Fortschritt, nehmen Sie den Fortschritt der evidenzbasierten Medizin, der ist noch keine 250 Jahre alt, aber der ist spektakulär. Aber das ist ja auch nicht unbedingt Ausbreiten, oder? Also da geht man in ein tieferes Verständnis von Zusammenhängen. Also diese Passage begreift sich ja in dem, vor allem wie wir mit der Umwelt umgehen, ne? Und das Ausbreiten und immer mehr Umweltraum in Anspruch nehmen, um das zu tun, was wir tun, das passiert ja wohl wirklich auch ständig. Ich finde das auch hochinteressant, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, einmal darüber nachzudenken, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, sondern die Moderne in sich hat ja angelegt, es muss immer anders, es muss immer neu. Wir müssen etwas konvertieren, rekonfigurieren, anders machen, damit wir das Gefühl haben, es ist Innovation drin. Dabei sind viele der Dinge, die wir geschenkt bekommen haben, darum geht es ja viel in dem Buch, ne? Die Natur, die sich von selbst regeneriert, die aus sich heraus die Dinge für uns auch reproduziert, eigentlich ja da. Und wenn wir ein bisschen weniger in sie intervenieren würden, würde sie das auch verlässlicher tun. Aber das kommt so gar nicht vor, bis hin zu heute, dass wir uns nicht vorstellen können, dass man Autos, wenn die früher 30 Jahre halten haben, nicht nach 9 Jahren mit einer Aquaprämie irgendwie in Orbit schicken muss, nur damit man neue bauen kann und noch mehr verkaufen kann. Also ich finde, dieses Ausbreiten als die Idee von dem, wie wir mit dem Planeten umgehen, trifft es doch ganz gut als Bild. Ich finde, das Verständnis darin, habe ich das richtig begriffen, Frau Göppel? Sie sagen, die Natur ist im Prinzip alles. Also die Natur, die Natur, das ist dieser gesamte, alle möglichen natürlichen Phänomene, ob das Krebszellen bei irgendeinem Hund sind, ob das irgendwelche Algen in der Kieler Förde sind. Wie gesagt, Mammutbäume, Sequoia-Bäume in Kalifornien, das ist alles Natur. Und wir als Menschen stehen dem gegenüber, weil man könnte das ja auch anders sehen. Man könnte ja auch sagen, wir sind Teil
dieses natürlichen Kosmos. Und mich interessiert das bei der Friday for Future Bewegung, bei Klimaaktivisten insgesamt, wie da die Natur dargestellt wird, weil das ist so gottgleich, so götzengleich. Nee, Sie haben es ja eigentlich genannt. Also wir sind ja hochbiologische Wesen, haben wir ja gerade wieder gemerkt, ne? Corona-Krise, oh doof, von einem Tier auf uns übergesprungen, jetzt ist in die Nerze zurückgesprungen und springt wieder zu uns zurück, aber wir sind in kräftigem Austausch mit der Natur um uns herum. Und natürlich auch, je stärker wir bei uns im Körper eingebaut Schadstoffe haben, umso eher sind wir dann Corona-Risikopatienten. Und wo kommen die her? Vielleicht, auch das weiß man nicht genau. Das weiß noch niemand genau, ob das so ist mit den Schadstoffen. Ja, aber dass man doof Schadstoffe in der Lunge nicht speichern sollte, wenn es einem um gesundes Leben geht, das ist schon irgendwie relativ eindeutig. Ja. Und deshalb ist natürlich die Idee, dass wir eingebettet sind. Und trotzdem gibt es ja eine Familie des Miteinanderlebens oder eine Mitwelt. Und da ist der Platz dessen, was die menschliche Spezies für sich in Anspruch genommen hat, natürlich im Vergleich zu allen anderen. Sonst wären wir ja jetzt nicht in der großen Phase des großen Aussterbens wieder angekommen, natürlich immer größer geworden. Das heißt ja nicht, dass das eine nicht lebt und das andere lebt, sondern dass das Miteinander gerade zugunsten der einen Spezies ausfällt, was vielleicht dann die eine Spezies dann auch gleichzeitig irgendwann wieder einholen wird als recht negative Konsequenz. Auch das ist die Sache, wenn ich Ihnen sage, das wirbt mich nicht zwangsläufig oder ich wünschte, die Einladung wäre so leicht anzunehmen. Wenn man das so als Spezies beschreibt, hängt man uns, sagt man gleich, also mal abgesehen davon, dass wir noch darüber sprechen müssen, wer ist eigentlich uns, wer sind eigentlich wir. Aber man geht mit so einem schweren protestantischen Schuldverständnis durch die Welt, weil tatsächlich habe ich ja persönlich noch überhaupt kein Tier verdrängt von nirgendwo. Sind Sie sich sicher? Ja, ich glaube, dass Sie mir sagen werden können, an welcher Stelle ich Schuld auf mich geladen habe, aber eigentlich schon, ja. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, Ihnen Ihre Schuld aufzuladen, sondern es geht ja einfach darum, sich zu orientieren. Und das ist genau die Einladung. Die Einladung ist, ehrlich hinzugucken. Und ich finde, das hat ja genau geklappt. Also die Journalisten interessanterweise fragen das ja gerne, Frau Göppel, wieso lesen die Leute denn in einer Krise so ein Buch? Da steht ja nichts, hallo, freudig. Also nur, als wären wir wirklich diese Affen. Nicht hören, nicht wollen. Das ist ein interessantes Menschenbild. Dabei ist die Einladung besteht ja einfach darin, mal ein paar von diesen ganzen Totschlagargumenten, von diesen ganzen Unvereinbarkeiten aufzuknacken. Ja, und dadurch, jetzt möchte ich ausreden. Und dadurch natürlich auch eine andere Form sehen zu können, wie wir auch nochmal anders Zukunft gestalten können. Deshalb geht es da genau rein. Ist alles immer Verzicht, wo wir Verzicht drauf kleben? Ist alles immer ein Verbot, wo wir eine Regulierung verändern? Ist der Staat immer versus den Markt oder ist der Staat vielleicht wichtig, um Innovationen voranzutreiben, die uns helfen, Probleme zu lösen? Wie ist überhaupt Gerechtigkeit gefunden in unserer Gesellschaft? Und ist das die Form, wie wir das für die Zukunft gestalten wollen? Also es sind ja genau deshalb, es löst viele der vermeintlichen starren Kämpfe auf in den einzelnen Kapiteln. Und das ist die Einladung, weil wir dann die Zusammenhänge anders sehen können und natürlich auch noch mal gucken können, wie können wir aus den Lagern raus und vielleicht einen gemeinsamen Weg nach vorne finden an der einen oder anderen Stelle. Aber ist das wirklich sind das alles so starre Kämpfe tatsächlich? Weil ich habe schon Leute aus der Automobilindustrie erlebt vor Jahren, also vor Fridays for Future, die mir Auskunft oder der Gruppe von Journalisten, mit denen ich da war, Auskunft gegeben haben, wie viel Aufwand in so ein Auto verwendet wird, um es umweltgerecht zu machen, weil natürlich niemand Lust hat und vor allem diese Ingenieure nicht Lust haben zu sagen, ich gehöre zu den ganz großen Verschmutzern und Verdreckern. Da hat ja von denen auch keiner Lust zu, aber die haben trotzdem Lust, Autos zu bauen. Also ist das mit den starren Lagern wirklich so, dass die sich so starr gegenüberstehen? Kann man das sagen? Wichtig ist ja, dass wir nicht einzelne, also die Autobauer und die Wirtschaft oder der Staat, sondern es sind ja Gott sei Dank alles Individuen, es sind alles Menschen und die haben unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Meinungen. Und so hat man natürlich, kriege ich auch die Briefe von Ingenieuren, die sagen, diese Marketingabteilung mit ihren Finanzzahlen, die lässt uns jetzt in den SUVs festhängen, weil da einfach die Gewinnmarge am größten ist und weil die da einen riesen Überbau gebaut haben, warum das die tollsten Autos sind. Und wenn die jetzt sagen, naja gut, also so qualitativ betrachtet und so ist es vielleicht gar nicht ganz oben auf der Leiter, dann würden wir ein riesen Absatzproblem bekommen. Aber wir haben natürlich ganz andere Ingenieursleistungen in der Schublade. Und so hat man intern ganz oft die Auseinandersetzung zwischen einer Nachhaltigkeitsabteilung und einer Finanzabteilung, weil die kurzfristigen finanziellen Gewinne eben nicht unbedingt das sind, was die Nachhaltigkeitsabteilung sagt, man gerne
erreichen wollte. Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, in der Art, wie wir auf die Welt schauen, die zu suchen, die Lust haben, das Ökologische und das Soziale mitzudenken und dann zu gucken, wo können sie jeweils einen Beitrag leisten. Und da sind mit Sicherheit viele in der Autoindustrie dabei und sind mit Sicherheit ganz viele in den staatlichen Institutionen dabei, die versuchen zu gucken, mit welchen Rahmenbedingungen können wir denn dafür sorgen, dass tatsächlich die guten Produkte nach vorne kommen. Also in 2019, wobei auch immer die Frage ist, was ist dann tatsächlich ein gutes Produkt? In 2019 war spektakulär, dass so viele junge Menschen sich bei Fridays for Future engagiert haben, auf den Straßen demonstriert haben. Sie haben Scientists for Future tatsächlich mitbegründet. Ich glaube, 28.600 Leute haben da direkt ihren Aufruf unterschrieben. Das ist das Bemerkenswerte auf der einen Seite. Das andere haben Sie gerade angesprochen, deswegen komme ich drauf. Das vergangene Jahr war auch insofern ein Rekordjahr, als dass 1,1 Millionen SUVs neu angemeldet worden sind. Obwohl wir in den Medien die ganze Zeit erzählen, oder viele Leute erzählen, das sind keine guten Autos, man sollte kleinere fahren und so weiter und so weiter. Ist das nicht auch so eine Art Volksabstimmung, wenn Leute sagen, 1,1 Millionen Leute sagen, ich kaufe mir ein SUV neu, darüber, dass die sagen, ja, wir haben andere Prioritäten, wir möchten Ihnen, Frau Göpel, nicht folgen. Ja, na klar, kann man das so sehen. Man kann sich dann auch fragen, wer hat wo welche Verantwortung und wo ist vielleicht dann auch einfach die Idee, einen Ordnungsrahmen vorzugeben, wo solche Autos vielleicht überhaupt nicht mehr vom Band laufen. Wenn wir wissen, dass die Nebenfolgen von einem Produkt unverhältnismäßig hoch sind im Vergleich zu dem, was es als Dienstleistung zur Verfügung stellt. Und in vielen Bereichen machen wir das ja, ne? Also Qualitätsstandards ist ja eigentlich was ganz Positives. Und wir würden ja auch eine, weiß ich nicht, Babymilch oder irgendein anderes Produkt aus dem Regal nehmen, was unheimlich viel unnötige Schmutz verursacht oder Kollateralschäden für andere, während ich das trinke. Also ein SUV nimmt ja auch viel Platz weg, macht die Straßen schneller kaputt. Also die Nebenkosten eines SUVs werden ja auch sehr auf die Allgemeinheit dann abgewälzt. Und da kann man sich natürlich darüber verständigen, was sind die Standards für Produkte, wenn wir qualitativ hochwertige Produkte machen wollen in einer Gesellschaft. Wir haben ja einen TÜV, wir sind ja ganz stolz drauf, dass wir eigentlich in dieser Europäischen Union und gerade in Deutschland tatsächlich versuchen, Made in Germany hohe Qualität hinzulegen. Und ich finde das ganz interessant, warum das in diesem Bereich auf einmal undenkbar ist. Das, was Sie gerne denkbar hätten, was Sie gerne bedacht hätten, wäre also, dass man hingeht und sagt, liebe Leute, ihr wollt es ja von alleine nicht einsehen, weil ihr habt 1,1 Millionen Leute kaufen sich so ein Ding. Die Jahre vorher waren ja auch schon stark, was SUVs angeht. Ihr kauft euch so ein Ding, das ist sinnlos. Oder es ist nicht nur alleine sinnlos, ihr braucht es nicht, weil ich euch sage, dass ihr es nicht braucht. Und es hat Nebeneffekte, die ihr nicht überschaut und vor allen Dingen nicht bezahlt. Deswegen verbiete ich es staatlicherseits. Das ist das, was Sie sich vorstellen. Jetzt haben Sie es ja alles wieder genauso schön gedreht, dass wir bei irgendeiner Verbotsfloskel rauskommen. Das ist das, was Sie sagen, Frau Göppel. Sie können nicht sagen, ich möchte das. Sie haben gerade gesagt, Sie möchten das steuern. Und das heißt, wie steuern Sie es, außer dass Sie sagen, du sollst nicht SUV fahren? Nee, ich sage, wir wollen, und das haben wir ja in der Europäischen Union, wenn wir sagen, das geht ja von oben runter, die Naturwissenschaften beschreiben für uns, wir haben ein Riesenproblem. Und wenn wir uns darauf einigen können, dass wir ein Riesenproblem haben bei der Klimafrage, bei der Artenvielfalt, die zerstört wird, bei den Ozeanen, die übersäuern, bei den Grundwasserspiegeln, die sinken, dann können wir anfangen zu fragen, wie wollen wir denn vermeiden, dass das zu Katastrophen wird, wogegen Corona ein Pillepalle ist. Und wenn ich dann die Verantwortung übernehme und als Staat ein Abkommen schließe auf der internationalen Ebene, auf denen ich mich verpflichte, dazu diese Schäden abzuwenden und Nachhaltigkeitsziele im Positiven werden im internationalen Raum als Desaster-Risikoreduktion beschrieben. Und wenn ich dann anfange, zu versuchen, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, was ist ein Fair Share? Was ist mein Anteil daran, zu verhindern, dass wir international auf diese Katastrophen zufahren? Dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie ich Dienstleistungen und Bedürfnisse von Menschen so befriedigen kann, dass diese Kollateralschäden möglichst gering werden. Und dann fange ich an, Standards zu setzen. Und das haben wir in der Europäischen Union gemacht. Und dann haben wir angefangen zu bescheißen. Und dann haben wir angefangen, Etikettenschwindel zu betreiben, damit eine grüne Plakette auf großen Autos draufstehen kann, weil ich es bei Gewicht mache, anstatt anderem. Sie tun so, als wäre da sauber gearbeitet worden und dann wollen sie mir ein Verbotsregime in den Mund legen. Und das mache ich nicht mit. Mhm. Wenn Politik sich Zielen verpflichtet und ernst genommen werden möchte, dann kann sie auch nach den Instrumenten suchen, mit denen wir diese Ziele erreichen. Also, und dann können wir gesellschaftlich darüber diskutieren,
welche der Instrumente wir präferieren. Aber wir können doch nicht dauernd so tun, als wäre die Erreichung von den Zielen völlig egal. Ist es ja auch nicht. Das ist ja nicht egal. Das wissen Sie ja auch, Frau Göppel, dass es nicht egal ist. Die Leute, die nach ihrer Meinung oder nach Überzeugung von Gerichten betrogen haben, stehen vor Gericht. Ein Mann von VW sitzt seine 7-jährige Strafe in den Vereinigten Staaten ab. Gerade werden die Abgasnormen ja wieder blockiert von der deutschen Bundesregierung. Herr Winterkorn wird vor Gericht gestellt, Herr Stadler wird vor Gericht gestellt, da haben Sie jetzt mittlerweile die Anklage auch noch erweitert. BMW hat angekündigt, in München nur noch E-Autos zu bauen ab sofort. Also das geschieht in der Firma in München. Das, was ich ja nur sage, ist, Frau Göppel, ohne Sie da in einen Furor versetzen zu wollen, aber was ich Ihnen nur sage, ist, da ist Bewegung, die Sie negieren, wo Sie sagen, das reicht nicht, machen die ja gar nicht. Das haben Sie gerade getan. Sie haben gerade gesagt, da wird betrogen, dann kommt irgendwo eine grüne Plakette drauf, wo es gar nicht gerechtfertigt ist, dass der Verbrennungsmotor Vergangenheit sein soll. Kalifornisches Beispiel, das ist ja hier alles Thema, das ist ja alles im Gespräch. Das ist ja nicht abgelehnt, da haben nicht Leute gesagt, das ist uns alles gerade mal wurscht. Aber vorher noch mal einmal die Letzten vom Band rauslaufen. Herr Tadeusz, wir haben doch das irgendwie lange auch mitgemacht mit dem, wie lange braucht es. Wir brauchten dann Tesla, wir brauchten China, wir brauchten diese Skandale des Betrugs, damit endlich Bewegung reingekommen. Super, jetzt sind wir da. Okay, alles gut. Und trotzdem ist es ja wichtig, bei Standardsetzung davon zu sprechen, dass wir versuchen, die Qualität zu erhöhen und trotzdem eine gute Dienstleistung für unsere Menschen zu ermöglichen. Und da eine Ehrlichkeit und Transparenz, das passiert doch auch überall. Ich frage mich wirklich manchmal, wo wir in der öffentlichen Debatte sind. Heute hatten wir gerade die Diskussion im ganzen internationalen Raum, der Bioökonomie-Summit, die Circularity. 9% überhaupt fangen wir an, Zirkularität mit einzubauen. Es gibt Riesenpotenziale, das alles besser zu machen. Und dafür braucht es Standards und dafür braucht es Anreizsysteme, dafür braucht es Rahmenbedingungen, damit das einfacher wird und damit das beschleunigt wird. Und wir haben nun mal ein Zeitfragen-Thema in dieser ganzen Geschichte, ob wir das schaffen wollen. Das haben wir bei Corona beobachtet. Wir haben bei Corona beobachtet, dass wir haben der Wissenschaft zugeschaut. Sie sagen an einer Stelle, der Wissenschaft soll zugeschaut werden. Oder wenn man Wissenschaft zuschaut, dann erfährt man folgende Sachen. Und wir haben der Wissenschaft in diesem Jahr zugeguckt. Wir haben der Virologie zugeguckt. Wir haben Herrn Drosten zugeguckt. Herr Drosten hat von Anfang an gesagt, das kann so sein, wie ich es jetzt beschreibe. Das ist meine These. Ich kann mich irren. Herr Streeck hat gesagt, das ist das Ergebnis in Heinsberg. Ich kann mich irren. Merkwürdigerweise ist es so, dass es offenbar in der Klimafrage, dass es da wissenschaftliche Eindeutigkeiten gibt, weil die ganze Zeit gesagt wird, man muss nur der Wissenschaft zuhören, wir haben Szenarien, weil genau die Szenarien sind das Problem. Ohne dass jemand in Abrede stellt, muss man nicht in Abrede stellen, dass wir ein Problem haben, aber welcher Gestalt es hat. Herr Tadeusz, das ist nicht Ihr Ernst, oder? Sie vergleichen 40 Jahre Klimawissenschaft, 50 Jahre Klimawissenschaft mit 9 Monaten Corona-Wissenschaft sagen, da müsste eine ähnliche Evidenzbasis dann ja sein. Herr Drosten hat, glaube ich, 2002 SARS entschlüsselt, das ist 18 Jahre her. Also das heißt, es gibt tatsächlich, wenn Sie, ich habe den Mann auch schon mal befragt, Herrn, wie heißt der, Stahnsdorf, glaube ich, der Stefan Rahmsdorf, genau, der hat tatsächlich auch an Berichten mitgeschrieben, der an UN-Klimareports mitgeschrieben, ist anschließend hingegangen und hat dann, als diese Meeresspiegelprognose ihm nicht passte, weil die war ihm zu niedrig, die seine Kollegen angestellt haben, hat er einmal gesagt, das kann so nicht sein, hat sich geärgert, hat es beim zweiten Mal wieder gesagt, die Kollegen sind dem aber nicht gefolgt. Das heißt, da gibt es riesige Schwankungen. Und dann immer nur zu sagen, logischerweise gibt es die. Weil das ist das Wesen von Wissenschaft, dass sie sich nicht einig ist. Und dann immer hinzugehen und zu sagen, ihr müsst auf die Wissenschaft hören, das ist doch nicht ganz sauber eigentlich, Frau Göppel. Das müsste man doch, also Sie als Wissenschaftlerin wissen es besser eigentlich. Wenn Sie sich so intensiv mit den Klimawissenschaften beschäftigt haben, dann wissen Sie genau, dass da Risikokorridore beschrieben werden und die ganze planetare Grenzenberechnung darauf beruht, zu sagen, was sind die Korridore, innerhalb derer wir sagen können, das Risiko dessen, dass die Regenerationsfähigkeiten von Biodiversität, von einer stabilen Atmosphäre, von Landnutzungszyklen, wie wir sie jetzt gewohnt sind, nicht aus der Balance gekippt werden, nimmt immer mehr zu, wenn wir bestimmte Größenordnungen überschritten haben. Und das sind diese Budgetberechnungen. Und das heißt nicht, es gibt einen Punkt, an dem es in die eine oder die andere Richtung kippt.
Aber es gibt ganz klare Erkenntnisse darüber, ab wann die Veränderung stattfindet. Und dass die Veränderung stattfindet, ich weiß nicht, was wir noch mehr brauchen außer Kalifornien und Australien und sonst irgendwo was. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus möchten. Also wenn Sie mit mir über Klimawandel findet statt oder nicht statt diskutieren möchten, bin ich erstens die falsche Person, weil ich nicht die Naturwissenschaftler bin. Und zweitens weiß ich jetzt nicht, wo wir gerade hinwollen. Wir wollen dahin, dass wir die Voraussetzungen beschreiben, die Sie definieren in dem Buch. Sie sagen, wir laufen, das ist ein bekanntes Muster, Sie sagen, wir laufen auf eine Katastrophe zu, das ist alles ganz furchtbar. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen zu überlegen und müssen solche Sachen machen, wie Sie sie vorhin angedeutet haben. Wir müssen das alles stärker steuern. Das ist ein weiterer. Aber wenn ich als Argument immer benutze, wenn ich als Argument nicht den Fortschritt, nicht die Inspiration von Menschen benutze, sondern sage, ihr müsst das jetzt machen, weil ihr könnt gar nicht mehr anders, es ist kurz nach 12 schon, dann finde ich das zu apodiktisch. Darauf wollen wir hinaus. Wie inspiriere ich Menschen, wie motiviere ich Menschen, dass sie mir folgen? Indem sie nicht so einen komischen Interviewstil an den Tag legen und die ganze Zeit irgendwie versuchen, dahin zu laufen, was alles verschwinden muss, sondern gucken, was entstehen kann. Und außerdem eine Sache ist mir noch ganz wichtig, weil wir nur auf Klima geguckt haben. Es ist total egal, welche Umweltforschung Sie betrachten. Bei jeder Einzelnen sieht es nicht besonders positiv aus, in welche Richtung wir laufen. Das Waldsterben können Sie sich aussuchen. Also gucken Sie sich einfach die Berichte zu den planetaren Grenzen an. Die globalen Umweltberichte sind ja dafür angelegt, ne? Also der Biodiversitätsrat hat ja auch gerade wieder getagt und so weiter. Das heißt, wenn Ihnen das Klima nicht passt, nehmen Sie halt einfach das Plastik im Ozean oder irgendwas, was Sie sehen können, wo Sie einfach direkt wahrnehmbar spüren. Es wäre super, wenn das nicht wäre. Und dann ist doch da drin auch genau der Impuls zu sagen, das können wir doch besser. Und genau deshalb ist es doch auch so, dass dieses Buch Erfolg hat. Sie tun ja so, als würden sich alle Leute dafür nur total eingeschüchtert und eingeschränkt und oktroyiert fühlen. Im Gegenteil, viele von den Menschen fühlen sich genau dadurch inspiriert zu sagen, natürlich können wir das besser. Natürlich haben wir es auch schon mal anders gemacht. Und natürlich können wir mit weniger Ressourcenverschwendung, Thema Zirkularität, wirklich gute Produkte herstellen. Natürlich können wir die Digitalisierung dafür benutzen, jetzt wirklich zu verstehen, wie die Erdsysteme zusammenhängen, Datenbanken zu machen, dass wir Stoffströme verfolgen können, dass wir Korruption reduzieren können. Natürlich können wir gucken, was denn eigentlich den Menschen wirklich wichtig ist. Dazu gibt es auch Umfragen. Wie können wir die Gesundheitssysteme stärken? Wer sind denn die Menschen? Wer sind die Menschen? Ja, das möchte ich gerne mal wissen, weil die in den Medien immer so benutzt werden, ohne dass sie überhaupt befragt werden. Sie haben auch in dem Buch stehen, die Bevölkerung. Und die Bevölkerung wie die Menschen, das sind bei uns 80 Millionen, das sind in den USA 120 Millionen. Ich habe in dem Buch niemals im Namen der Bevölkerung gesprochen. Da möchte ich gerne, dass Sie die Passage rausziehen. Nein, aber die Bevölkerung klingt an einer Stelle an. Dann mache ich es im Interview gewesen, ist ja auch egal. Also Sie haben ja mir ist gar nicht egal, weil Sie mir gerade was unterstellen und dann nicht mal sagen, wo das passiert ist. Also Sie sagen aber, Sie haben gerade von den Menschen geredet, was den Menschen gut tut und was für die Menschen richtig ist. Und ich habe davon gesprochen, dass es Sozialwissenschaften gibt, die man mal ernst nehmen könnte, weil die Menschen befragt, tatsächlich Menschen. Da gibt es Statistiken dazu, wie viele Prozent gesagt haben das, wie viele Prozent berichten das. Es gibt Glücksforschung, es gibt Wohlergehensforschung, unter welchen Bedingungen Menschen eine hohe Lebenszufriedenheit typischerweise angeben. Und es ist nie eins. Das sagt auch niemand. Aber es gibt natürlich Tendenzen und es gibt Mehrheiten und es gibt Umfragen. Und die kann man doch auch mal ernst nehmen. Aber haben Sie das Gefühl, dass das nie jemand ernst nimmt? Also wie kommen Sie denn darauf, dass das nie jemand ernst nimmt? Weil Sie mir ja gerade so unbedingt nahelegen wollen, dass das keiner mag. Und viele Leute, 80% haben bei der Bertelsmann-Studie gesagt, sie möchten, dass der Kapitalismus sich ändert und es nachhaltiger wird. Ja, vor der Corona-Krise haben über 60% der Leute gesagt, sie würden wahnsinnig gern noch mal einen anderen Job machen. Okay. So, also da ist doch eine Flexibilität drin, da ist doch eine Kreativität drin. Es gibt Social Innovators, es gibt Leute, die sagen, wir möchten ein Universal Basic Income haben, damit wir mehr Freiheiten haben im Kunst- und Kulturraum. Da ist doch ganz viel Bewegung drin, aber wo ein Suchprozess dessen ist, wie das gute Leben morgen aussehen soll. Aber zum einen, Frau Göppel, die Bazooka von Herrn Scholz kostet 156 Milliarden Euro. Bevor wir darüber reden, wer ein universales Grundeinkommen im Moment haben möchte, sollten wir die tatsächlich an irgendeiner Stelle dann auch mal irgendwann bezahlt haben. Und das wird noch, wie Sie selber wissen, mindestens eine Generation dauern, bis das abgezahlt ist. Ich habe Ihnen gerade gesagt, was in dieser Bevölkerung auch diskutiert wird. Jetzt drehen Sie es gerne schon wieder so, als wäre das eine politische Forderung von mir. Das habe ich nie formuliert. Aber es muss doch eine politische Forderung werden, Frau Göppel. Irgendwas muss doch eine politische Forderung werden, damit man es umsetzen kann. Also das ist doch genau Moment. Eben gerade waren wir dabei zu sagen, was wollen die Menschen? Und dann habe ich eben eine Varianz an Dingen, die in dieser Gesellschaft gerade zu beobachten ist, an Wünschen, an Vorstellungen über Zukunftsgestaltung aufgeführt. Und jetzt wollen Sie es wieder eng führen, dass ich Ihnen eine politische Forderung daraus machen will. Ja, also bei den 1,1 Millionen SUVs, da brauche ich nicht Leute befragen, die Zahl habe ich. Ja, die Zahl habe ich für 2019. Das liegt mit Abfahrtprämien zusammen und das liegt mit Werbekampagnen zusammen. Die channeln ja nicht, ich brauche unbedingt einen Diesel-SUV von Gott.
Also das heißt, da wird der Mensch letztendlich dann, also der Mensch entscheidet das nicht selbst, sondern er wird in seiner Entscheidung dann manipuliert dabei oder beeinflusst zumindest von außen. Beeinflusst, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Ne? Warum würden sonst solche Marketingkampagnen überhaupt gefahren? Ich habe so ein Auto schon mal tatsächlich gekauft, weil ich da gut einsteigen konnte. Also das war, weil ich das entspannt fand. Sicherheit auch diese Vorteile. Okay, aber dann tatsächlich, Sie sagen politische Forderungen, das irritiert mich dann, weil das sind ja Sachen, die auf politische Forderungen hinauslaufen. Also irgendjemand muss ja dann spätestens, wenn es eine schwarz-grüne Regierung gibt, die Grünen wären die natürlichen Träger davon, die müssen da ja politische Forderungen draus machen. Mhm. Oder? Herr Tadeusz, noch einmal. Möchten wir das jetzt ernst nehmen mit der Umweltkrise oder möchten Sie das insgesamt in Frage stellen? Haben Sie den Eindruck, uns Wissenschaftlern macht das Spaß? Meinen Sie nicht, dass ich das nicht super geil fände, hier zu sitzen und sagen, ey, jeder soll 14 Häuser haben, 23 SUVs und 434 Mobiltelefone? Wenn es diese Probleme nicht gäbe, wäre ich doch die allerletzte, die nicht sagen wollte, alles raus damit, für alle immer mehr. Ich frage mich immer, was ist das Motiv, was Sie uns unterstellen wollen? Es ist doch einfach erstmal Naturwissenschaften ernst nehmen und dann zu fragen, was mache ich mit diesem Befund? Um zu gucken, wie können wir, und wenn wir in die Geschichte gucken, sind typischerweise Kriege über Ressourcenengpässe entstanden. Sind Sicherheitsfragen durch eine Versorgungsunsicherheit entstanden. Was ist das Motiv? Sie tun immer so, als wollte ich den Leuten den Spaß verderben oder irgendwas. Hier geht es darum, einfach das, was die Wissenschaft und die Beobachtung, und da haben wir Gott sei Dank auch durch die Digitalisierung inzwischen ziemlich gute Datenbasen, uns sagt, was sich verändert und dass es nicht positiv ist. Und dann versuchen wir daraus abzuleiten, im Auftrag der Bundesregierung übrigens, die die politischen Ziele gesetzt hat, das zu verhindern, diese Konsequenzen, Lösungen zu formulieren und Möglichkeiten zu formulieren. Und dann gucken wir ran, was sind typischerweise die Treiber und Überkonsum. Es ist ein Wort, da wird jetzt wahrscheinlich wieder die Hälfte der Republik aufschreien, was das überhaupt ist. Aber es ist ein Begriff in der Wissenschaft, wenn wir uns angucken, wie die Verteilung dessen ist, was Menschen, unterschiedliche Menschen auf diesem Planeten, jede einzelne für sich ein Individuum, pro Kopf in Anspruch nehmen aus diesem Planeten. Und dann gibt es so etwas wie Überkonsum, weil eine Grundversorgung im Sinne von tatsächlich, ich bin gut versorgt, längst erreicht ist. Und dieses hohe Konsumniveau in einem Teil des Planeten dazu führt, dass wir nicht genug Ressourcen haben, um denjenigen auf diesem Planeten genug zu geben, die noch nicht genug materiell versorgt sind. Entweder wir wollen das ernst nehmen mit diesen physikalischen Größen oder wir lassen es. Frau Göppel, wir nehmen das ernst. Leute lesen Ihr Buch, tun das weiterhin. Unsere Welt neu denken von Maya Göppel, eine Einladung, meine Damen und Herren. Ich danke vielmals, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir werden hier weitermachen am nächsten Dienstag mit einer Sendung über Künstler. Wir haben Künstler eingeladen, Tadeusz, und die Künstler heißt die ganze Sache, das machen wir neu. Es wird sehr munter, es wird hoffentlich sehr bunt. Und jetzt übergebe ich Sie an den Schauspieler Ryan Gosling in einem Liebesfilm hier in RBB. Vielen Dank.